Willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Ultimate Team. Und was seht ihr hier? Ja, ein leeres Team. Und das hat natürlich einen kleinen Grund. Ich werde euch hier ein kleines neues Team vorstellen. Und die aufmerksamen Beobachter wissen jetzt schon, was es für ein Team sich handeln wird. Aber ja, es wird sich auch gleich herausstellen, denn ihr kennt es schon zu teilen. Also ich hoffe auch, der große Teil von euch kennt es schon. Und wir fangen einfach mal direkt an mit der Torhüter-Position. Und dort, ja, ist jetzt hier der Jungsung Ryong eingebaut. Denn ich habe mich jetzt dafür entschieden, dieses K-League-Team oder dieses südkoreanische Team nachzubauen, was einer der Vorschläge war von den Vorschlägen für das zweite Team. Und das ist einfach auch so ein Teil jetzt der Übergangsphase. Ich habe gesagt, das könnte ich doch jetzt mal so lustig nutzen, um nochmal weiterhin zu spielen, während es noch nicht feststeht, welches Team das erste sein wird. Und da habe ich jetzt hier als Innenverteidiger den Kim Yoo-young. Die Namen sind natürlich alle sehr geil. Ich werde jetzt auch mal weiterhin filtern nach nach Koreanischer Republik. So ist es hier korrekterweise betitelt. Müssen wir nochmal kurz suchen. Da, Korea Republik. Und dann suchen wir uns den anderen Innenverteidiger. Hier, das ist das Einzige, wo ich abgewichen bin von dem Vorschlag, denn der andere Innenverteidiger, den er vorgeschlagen hat, der hätte, ja, so mal 5.000 bis 6.000 Münzen gekostet. Und ich hatte zufälligerweise einen 74er, also einen Tempo, okay. Ich hatte einen Innenverteidiger, Südkorea, mit 74 Tempo. Und der, den er vorgeschlagen hatte, hatte 78 Tempo, und da habe ich mir gedacht, boah, da spare ich doch einfach ein bisschen was. Wenn ich den zufälligerweise habe, dann nutze ich den auch einfach. Und ja, wie hieß der jetzt denn nochmal? Das war der Kim Dong-wo. Oder Wu? Kim Dong-wu? Auf der rechten, da habe ich einen richtigen Schnapper gemacht hier mit King Wang-suk. Denn den habe ich für 1300 gekauft und ich habe andere verfolgt. Da ist der bis 3000 hochgegangen. Und der habe ich geschaut, da war er bei 58 Minuten sofort gekauft und da habe ich dazu geschlagen. Dann hier der Einzige, der nicht aus der K-League ist, nämlich hier der Park. Und der ist der Linksverteidiger. Er ist auch der Einzige, nee, er ist einer der von zwei Spielern, die nicht auf 9 Chemie kommen. Man sieht es ja hier, ich habe bei den Formationen sparen müssen. Also wenn ich auch noch darauf geachtet hätte, jeweils die richtige Formation zu kaufen, dann hätte es sehr lange gedauert. Aber das ist prinzipiell kein Problem, denn es klappt dennoch, dass die Spieler sehr gute Chemiewerte bekommen, einfach weil sie sich alle total geil finden, weil sie südkoreanisch sind und in der K-League spielen. Dann machen wir mal, also ich habe hier auch hier den Namen nicht gesagt, nämlich das ist der Lee Hyun Seong. Oh, jetzt habe ich die Position getauscht, aber das ist gar nicht so schlecht. Und dann haben wir nämlich noch hier noch den Baek Ji-hoon und auf der anderen zentralen Mittelfeldposition Oh Seong Bum. Richtig gute Namen. Und weiter geht's dann auf dem rechten Flügel mit Lee Seung Hyun. Linker Flügel haben wir hier dann den Lee Kyun Ho. Oh ja, also übrigens, ihr dürft mir nicht zu allzu böse sein, falls ich hier einen Namen nicht richtig ausspreche. Aber eigentlich sollte das hier mit No Byung Hyun auch korrekt sein. Und so, man sieht es, ich komme auf 100 Chemie und der einzige, oder die einzigen beiden, die keine 9 Chemie haben, sind der Hyun Seung Lee und der Park hier auf der Außenverteidigerposition. Ihn habe ich einfach nicht in eine 4-3-X-Formation gefunden, deswegen mag er die Formation nicht und er mag zusätzlich auch nicht die Position. Deshalb kommt er nur auf 7 Chemie, aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sich mal überlegt. Ich bin überlegen, ich wollte nochmal ausprobieren, ob ich ihn nicht auf 9 bekommen kann, aber es gibt keinen, der auch im gleichen Verein spielt. Dann schauen wir, ob er auch hier immer noch 7 hat. Ja, eigentlich ziemlich krass. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, wer hier links oder rechts Fuß ist. Links und der ist rechts. Dann werde ich den hier hinpacken. Und die lassen wir so rum. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Alle haben auch ganz gute Chemiewerte, bis auf der Stürmer mit 93, aber das geht auch noch klar. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los und spielen mit diesem Team ein Spiel. Und ich habe immer nachgeschaut, ich hatte das letzte Mal am Ende der Folge 154.000 Münzen, 154.500 ungefähr oder 600. Das heißt, ich habe für das ganze Team 14.000 bezahlt. Ich habe bei dem einen Innenverteidiger gespart, aber das sollte auf jeden Fall im Rahmen sein. Und wie gesagt, ich werde es dann auch verkaufen wieder. Genauso wie die anderen beiden Teams, die ich als Übergangsteams jetzt hier noch benutze. Und ja, ich habe es jetzt einfach gemacht, um euch nochmal was anderes zu bieten. Nicht von, also abgesehen von diesen Non-Rare-Teams, die ich momentan auch habe. Und ja, ich würde sagen, dann probieren wir direkt unser Glück auch in der Liga.
Da hat auch einer geschrieben, dass ich das nicht machen soll mit Bronze-Team oder Silber-Team und so weiter. Aber ich probiere es einfach mal. Ich habe mit sowas noch nie gespielt. Man sieht hier auch, dass das Team vom Gegner Gold heißt. Und ja, damit er wohl ein Gold-Team haben. Und ich bin mal sehr gespannt, inwieweit ich mich mit diesem Team schlagen kann, inwieweit ich mit diesem Team konkurrenzfähig bin. Die Spielerwertungen sind natürlich schlecht, aber die Spieler eigentlich alle waren recht flott unterwegs und Pace ist hier auf jeden Fall Faktor. Der Gegner hier mit einem 3-5-2, Falcao und Benzema im Sturm. Kaká dahinter. Das ZTM mit Khedira und Alonso sehr robust besetzt. Den rechten Flügelspieler kann ich jetzt nicht. Ich glaube, irgendwas mit F. Fetukli oder irgendwie sowas. Ist, glaube ich, auch nicht so langsam. Irgendwie vielleicht wahrscheinlich 86 Pace oder mehr. Und Guado auf der anderen Flügel mit 88, glaube ich. So, und dann habe ich hier den. Also, ich werde mir jetzt, glaube ich, in Zukunft sparen, die Namen auszusprechen, weil da bin ich ja mehr damit beschäftigt, drüber nachzudenken, wie die Spieler heißen. Und hier eine starke Ballerung. Ich bin überlegen, ob ich im Spiel dann auf 4-3-2-1 umstelle, denn ich mag 4-3-2-1 doch deutlich mehr als das 4-3-3. Aber vielleicht. Oh, das habe ich in den Gegner reingetrickst. So sollte es nicht sein. Hier probiert er mit Benzema anzuziehen und gelingt es ihm irgendwie auch. Jetzt macht das Spiel breit. Ja, genau, Fekuli. Habe ich gar nicht so daneben gelegen. Also den Namen probiert eben aber zu benennen. Oh, was für ein schlechter Pass. Aber hier starke Balleroberung. Ah, leider kriegt das aber nicht gebacken, den Ball dann auch zu behaupten. Aber da stehe ich hier gut im Passweg. Machen wir das Spiel dann hier. Da müssen wir mal kurz die Richtung ändern. Und da lassen wir mal durch. Klappt nicht. Schade. Hat er gut gestanden? Hat das erahnt? Oder hat einfach abwarten verteidigt? Und konnte. Ah, den nächsten dummen Fehlpass, den ich da spiele. Aber den habe ich nicht kommen sehen. Ach, scheiße, jetzt kommt er durch. Heute hält es und dann kann er hier ins leere Tor einschießen. In der 9. Minute mit seinem Flügelspieler. Ein bisschen ärgerlich. Ich frage mich gerade, was ich falsch gemacht habe, damit der Pass in der Mitte durchgekommen ist. Wie sieht man das? Ne, er bricht's ab. Da habe ich irgendwie verschlafen. Oh, der nächste dumme Ballverlust. Hier probiert er jetzt einfach. Ja, aber hier der Innenverteidiger ist da, sehr schön. Aber kriegt es dann leider nicht rausgespielt. Der Gegner ist dann zu nah dran und Falcao kriegt dann hier sich im 1 gegen 1 nicht durch. Aber ich spiele dann direkt den nächsten Fehlpass. Das ist jetzt gerade das, was ich konkret falsch mache. Oh. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Und dann probiert er hier einfach mal einen Longshot. Aber meine Spieler schmeißen sich in den Schuss. Also, ich werde gleich mal in einer ruhigen Minute ausführen, warum ich das 4-3-3 nicht so sehr. Das 4-3-3 nicht so sehr mag. Und das 4-3-2-1 bevorzuge. Bis jetzt ist mein Offensivspiel nicht flüssig, wie man sieht. Also, ich spiele sehr, sehr viele Fehlpässe. Oh, da können wir mal hier einen durchstecken. Jetzt sind wir mal auch mal wenigstens mal frei durch. Und die sind ja schnell unterwegs, meine Spieler. Komm, leg mal die lange Ecke. Oh, schönes Finish hier von Lee Kyung-ho. Man sieht es jetzt hier gleich, das Tempo rausgenommen. Jetzt L2 losgelassen und dann einfach auf den rechten gelegt und dann richtig schön in die lange Ecke flach geschlänzt oder reingelegt. Und da hat er natürlich eben im Tempo sich gut durchsetzen können. Der Pass war richtig scheiße. Also man sieht es, dass die Passwerte von den Spielern. Also natürlich habe ich jetzt gerade Also, leck mich, ey. Ein paar Fehlpässe, das wollte ich sagen, gespielt, die waren mein Fehler, aber man sieht es auch, wie teilweise die Spieler so ihre Probleme haben. Und dann. Ja. Machen wir hier so und dann. Den ziehen wir mal nochmal so und dann in die kurze Ecke. Oh, leider mitten aufs Tor. Ah, aber er schmeißt sich hinterher. So ist der Ball noch unter Umständen heiß. Ah, schade, dass ich den nicht abgefangen habe. Aber danach hier konnte ich nachsetzen. Aber wieder der nächste Fehlpass. Also, ich möchte nicht meine erfolgreiche Pässequote sehen in diesem Spiel. Die ist ja katastrophal. Aber vielleicht. Will ich ihn auch noch ein? Ne, ich mach weiter. Ich mach weiter mit den Fehlpässen. Ja. Dann mache ich hier keine Pause. Aber ja, auch jetzt hier schön. Und das ist geil. Krass, ey. Wie viele Fehlpässe ich spiele. Was ist denn los? So, machen wir es mal hier so. Und den lassen wir mal durch. Machen wir hier lang auf den anderen Flügelspieler. Das Problem ist bei dem Flügelspieler, da haben sie sich auch bei Footed in den Kommentaren direkt beschwert, der hat eine hohe defensive Arbeitsrate. Deswegen hat er eben auch gerade schon direkt keine Luft mehr gehabt. Zwar ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Er hat zwar schön viel Tempo. Leider die Ballannahme verkackt. Sonst, ich wollte nämlich direkt weiterlegen auf den Spieler, der in der Mitte stand.
Und das macht den auf einem Flügel sehr blöd zu spielen, weil er dann eigentlich die ganze Zeit ohne Ausdauer oder ohne Ausdauerbalken rumeiert. Da kann man leider nichts, nicht direkt. Doch, man könnte vielleicht mit einer Custom-Taktik darauf Einfluss nehmen. Und der nächste Fehlpass. Heieie. Das ist auch so eine Situation, wo ich dann das 4-3-2-1 bevorzuge, weil sich die Flügelstürmer. Oh, nee, 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 nee. Ach, komm, ey. Das. Ah! Das ist ärgerlich, das Tor. Ich kann es gerade ganz schlecht ausdrücken, warum das Tor gefallen ist, aber ich habe. Ich stand vor ihm, aber mein Spieler ist nicht, hat sich nicht dafür entschieden, den Ball rauszuspielen. Doch, das ist ärgerlich gerade. Weil ich hätte auch schon unter Umständen das, selber das 2-1 schießen können. Und dann ärgert mich das sehr. Wenn dann so ein doofes Gegentor fällt. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Chance habe, mit Flanken was zu reißen. Probieren wir es einfach mal. Oh! Ich hatte gehofft, dass er ihn nochmal kurz annimmt, bevor er ihn dann Dropkick verwertet. Aber hat er nicht gemacht. Oh nein, 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 nein. Sehr schön. Na. Ich denke, ich werde gleich mal auf ein 4-3-2-1 umstellen. Foul. Ja. Freischussschützen denke ich, werde ich nicht haben. 69. Ja. Das ist dann halt schwächer besetzt bei so einer Mannschaft. Machen wir es mal hier kurz. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ob das funktioniert? Lass ihn auch mal durch. Yeah. Ja? Na! Er kriegt irgendwie noch kurz irgendwie Kontakt zu meinem Spieler, sodass er ihn irritiert. Oh, da bleib doch da bitte kurz, anstatt irgendwohin durchzustarten, wo ich dich nicht anspielen kann. Das mag ich nicht. Komm. Ah, das könnte Foul geben. Komm, geh ran. Yeah. Komm, komm, komm. Ja, sauer der Torhüter hier. Oh, da habe ich jetzt direkt abgeworfen, aber er hat es nicht umgesetzt, das ist schön. Jetzt stellen wir mal um. Also das gefällt mir gerade. Wie gesagt, das 4-3-3 nicht in dem Maße. Da muss ich noch umstellen, wer hier der Stürmer war. Wer war der Stürmer? Ich glaube Neue Bung Jung. Ja. Und ansonsten passt das hier. Von. Warum dauert das so lange hier? So. Und der andere hat rechts. Ist, spielt jetzt wo? Ach du Scheiße, ey. Bei den Namen, da blickst du ja nicht durch, ne? So. Ach, ist egal. also, bei den Namen wirst du ja Panne. Wenn du da irgendwas merken willst, wer jetzt hier einen starken linken oder rechten hat, dann wirst du ja mich schugge. Ah. Schade. Da habe ich mich ein bisschen verdockt. Jetzt hat er ein bisschen Raum, aber hier kommen sie von hinten rangelaufen und nehmen die Bälle ab. Aber so genauso macht er es auch und das wird das. Oh, der Torhüter hält hier stark. Hätte gut das 3-1 werden können. Bin mal gespannt, ob ich. Boah, Falcao ist natürlich eine Waffe in der Luft. Und da kann ich mit meinen kleinen Südkoreanern unter Umständen ganz schön die Arschratte ziehen. Aber hier, der Lee Kyun-ho. Setzt man jetzt so einen Sprint an. Kennen wir vom 1-1. Machen wir noch eine Schusstäuschung? Machen wir eine Schusstäuschung? Ja. Oh. Ah. Und den Gegner reingelaufen. Das Problem war, es war irgendwie gerade keiner an, den ich vernünftig anspielen konnte. Und zum 1 gegen 1 sind sie dann doch dribbeltechnisch ein wenig schwach besetzt. Aber ich habe mehr Schüsse. Was habe ich denn gemacht? 6 Schüsse? Kann ich mich überhaupt gar nicht dran erinnern. Aha. Oh Gott. Nee, nee, nee. So einfach meinst du nicht, dass du einfach hier durchlaufen kannst. Mach mal breiter hier. Oh, der Park hier, was für eine Scheißballername. Mach mal die Flanke auf mir. Bong, bong, jong. Ja, ist aber nicht da, wo er stehen soll. Schwimmen wir hier mal kurz. Ach, komm, da gut abfangen. Aber er kriegt es jetzt hier nicht rausgespielt. Das ist schon mal gut. Ich dachte mich schon wieder geärgert, was das für ein Papers wird. Komm, Flanke auf den zweiten Pfosten, aber klappt nicht. Ah, Spieler mir fast hin. Jetzt aber. Jetzt habe ich ihn. Danke. Ja? Nee. Nee, nee, aber komm. Setz mal nach. Ja? Ja, steck mal durch. Ist abseits. Scheiße. Pfeift er jetzt auch nicht. Hätte er ja laufen lassen können. Wollte er nicht. Komm, spiel kurz hier. Ah, 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 ah. Geh mal ran hier. An den Speck. Ah. Na, komm.
Also ich finde es gar nicht so schlecht zu spielen. Ich komm, werf direkt. Stark. Ich konnte leider irgendwie noch nicht die Pace so richtig geil ausspielen. Fand ich jetzt. Die ja teilweise haben. Also vor allem dem oberen Flügelspieler. Genau das ist das Problem, halt diese scheiß Workrate von dem. Komm, zieh mir direkt drauf. Boah, leider, das ist der zweite Schuss von ihm, der, glaube ich, komplett auf den Toy da drauf geht. Schießt er ihn mehr ab, als dass er das Ding unterbringen möchte. Komm. Ja, ich wusste genau, dass er mir den weiter oben rumtribbeln möchte und geht da schön drauf, aber... Oh, jetzt läuft er einfach mal so durch mit ihm. Aber nix da hier. Meine Jungs können nämlich auch laufen. Der Außenverteidiger hat 93 Pace. Da denkt er, dass er mit Guardado eine Chance hat. Oder dass er einen Vorteil hat, sagen wir es mal so. Ja. Hier, das ist echt scheiße mit dem... Diese defensive hohe Arbeitsrate von dem ist echt der Killer. Also das sieht man ja, wo er immer rumeiert. Und dann, wenn man ihn anspielt, was er für eine, Ausdauer hat. Komm, machen wir hier mal einen Doppelpass. Machen wir hier nochmal so. Stellen wir mal hier irgendwie durch, aber das klappt nicht. Aber hier... Ah! Ich hätte kurz gedacht, ich könnte ihn direkt danach erobern und dann wäre ich komplett frei gewesen. Oder durch gewesen. Komm. Boah, das war knapp. Nee, nee, nee. Komm, geh ran. Sehr gut. Und jetzt machen wir hier mal einen schönen Konter. Nicht. Das war schon wieder mein Flügelspieler. Kann das sein, der da so weit hinten stand? Das ist echt... Das... da weiß ich nicht, was ich da machen soll, damit ich das in den Griff bekomme. Weil das ist halt... Das killt einen das komplette Spiel. Oder das komplette Angriffsspiel. Wenn du... Deswegen spiele ich halt auch so wenig über die Seite, habe ich das Gefühl. Hier, schön. Nehmen wir mal kurz. Lassen wir mal durch. Ja. Nehmen wir mal hier so. Oh, da bleibt er... Da bleibt er komplett stehen. Aber, ja... Komm, wir machen hier die Flanke auf Bum Jung Wong. Und den nehmen wir mal direkt. Nee, scheiße, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr. Es ist gerade, ich muss auch mal langsam mal auf Offensiv stellen, fällt mir gerade auf. Ich lag irgendwie schon relativ lang nicht mehr hinten, sodass ich das umstellen musste. Krass. Ah, stark, kämpft er gut, aber leider klärt er nur zum Aus. Ah! Fast die Interception. Komm, machen wir hier lang raus. Ja. Yeah. Komm, ja. Jetzt zieh an, du. Mach mal auf den zweiten Pfosten. Ja, komm, 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 komm. Bums! Da ist es. 2-2. Hat er endlich mal da gestanden, wo er stehen soll. Und dann hier einfach mal so quer rübergelegt. Schön gespielt von dem anderen Flügelspieler. Sag ich, bezeichne ihn mal als den linken Flügelspieler. Und dann der rechte Flügelspieler. War da, wo er stehen sollte. Und hat dann auch endlich den Treffer gemacht. Und da hat man natürlich das Tempo gemerkt. Da hat man das Tempo gemerkt. Komm. Yeah, jetzt geht hier was. Und dann spielen wir direkt. Und... Ach, du Scheiße. So was kannst du halt mit denen nicht machen. Aber hier, pass auf. Zack. Zack. Ah. Okay. Ja, ihr wusstet, glaube ich, gerade nicht, was ich damit bezwecken wollte mit diesem Zack. Aber... Ja. Oh, das könnte der Gegentreffer werden. Jetzt hier für den Gegner. Nein! Ach, komm, ich kämpfe so für die Treffer und dann muss er mit Falcao nur durchkommen. Zieht einfach mal, also drückt einfach nur Kreis und dann schlägt das Ding halt ein. Das ist halt echt ärgerlich. Ah, hat er aber gut gespielt. Hat er, ich hätte gedacht, er spielt hier nach unten, weil da so schön gelaufen ist. Dann macht er hier einen schönen Doppelpass und dann hier einmal mit Falcao und Kreis drückt und dann ist das Ding drin. Schade. Das ist natürlich echt schade. Komm! Ja, sehr schön. Doppelpass. Ja, der Außenverteidiger, ja, ja, ist das nämlich der Suk. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte was werden, ne? Schade. Ich hätte vielleicht gedacht, der Torhüter verschätzt sich mal. Komm, werf. Werf mir in die Arme. Ah. Oh. Oh, das könnte interessant werden. Oh, Flankenwechsel. Ich muss natürlich auch mal langsam... ein bisschen jetzt auch die Tore schießen. Und ich habe mal wieder einen Krankenwagen hier in der Aufnahme. Das habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Liegt natürlich auch daran, dass ich so lange nichts mehr aufgenommen habe. Stecken wir mal hier so durch. Oh, wie er gerade so den Fuß dazwischen bekommt. Komm, das war knapp. Habt ihr den Krankenwagen auch vermisst, ja? Komm. Ja, 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 komm, du es. Sauber. Schönes Ding hier von den Lesejungen. Hier, schön. Ah, das hat man leider nicht mehr gesehen, die Körpertäuschung. Und das war ein richtig feines Tor von dem Typen. Und ich glaube, wie gesagt, wenn der nicht die scheiß hohe defensive Arbeitsrate hätte, wäre der King. Da würde ich den abfeiern bis zum geht nicht mehr. Aber ja, ansonsten, wenn der mal vorne steht, der macht dann nämlich die Dinger. Das muss man da natürlich mal bedenken.
Oh, wenn er da die Grätsche nicht ansetzen kann, dann spiele ich den steil hoch und dann ist er durch. Dann bin ich durch. Und dann spielen wir jetzt mal hier zurück auf den Torhüter. Machen wir mal ihn lang raus. Ich hoffe, das kann der. Ja, geht so. Mehr schlecht als recht. Machen wir hier Doppelpässe oder machen wir hier so ein L2-R2-Dribbling, ne? Das können wir nämlich mit denen auch schön machen. Ziehen wir einfach mal so durch. Brechen wir so ab und dann machen wir doch weiter. Haha. Ne, klappt nicht so wirklich. Oh, die Flanke könnte... Ah, die, also die stehen immer genau vor meinem Spieler. Ich muss mal gucken, wie groß mein Stürmer ist, ob ich da überhaupt nochmal irgendwann nochmal flanken soll oder ob das kompletter Käse ist. Eine komplette Scheißidee. Jetzt könnte es vielleicht nochmal fallen, der Siegtreffer für meinen Gegner. Das wäre natürlich richtig bitter. Aber die Verteidiger sind da richtig gut abgelaufen. Das war Falcao. Da muss man sich auch nochmal überlegen. Nö. Da hier. Was für ein Einstieg. Und dann pfeift er ab. Ich finde ein lustiges Spiel. Also... Da war ein bisschen was geboten. Und ich habe gerade Lust, noch weiter mit denen zu spielen. Hier, der Typ, wie gesagt, zweite Ohr geschossen. Wenn er mal vorne stand, hat er die Dinger gemacht. Das ist echt schade, dass der so selten vorne ist. Und was ich jetzt mir nochmal anschauen wollte, Spieldetails. Passgenauigkeit 69%. Also das ist echt ein Faktor gewesen in dem Spiel. Vor allem in der ersten Hälfte war das katastrophal. Und daran muss ich, oder darauf muss ich auf jeden Fall achten. Ich denke, da merke ich vielleicht noch am meisten, dass ich nicht so spielstarke Spieler habe, die nicht so wirklich die genauen Pässe spielen. Da muss ich dann halt vielleicht öfters das Spiel beruhigen und mir klare Anspielstationen suchen. Und ich bin gerade überlegen, ich schau mal ganz kurz, wie groß die Aufnahme gerade ist. Ah, das sehe ich nicht, scheiße. Ob ich direkt noch mal eins nachlege. Nee, ich werde so mal nicht, ich möchte euch auch nicht übersättigen mit 40 Minuten Folgen. Und ich werde direkt jetzt noch eins danach aufzeichnen und, weil ich habe in letzter Zeit, glaube ich, häufiger mal so eine Länge rausgehauen, vor allem durch die Pro-Club-Sessions. Von daher muss es auch mal dann mit 20 Minuten reichen. Wie gesagt, also ich glaube, 40 Minuten ist ja immer recht heftig, glaube ich. Also irgendwann hängt das ja mal zum Hals raus. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, da werde ich nochmal hier mein Glück versuchen mit den Jungs. Und ich bin guter Dinge, dass wir da auch nochmal ein bisschen was zeigen können. Vielleicht auch mal so ein 3-Punkte-Schön einfahren. Seid darauf gespannt, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.